Internationalen Drachenverband? Internationalen Drachenverband gelungen, dieses Boot in Makaros Weltmeisterschaft zu präsentieren. Also, meine Damen und Herren, wir sehen, das Jugendboot wird gerade, ich sage mal, besetzt. Da haben wir auch junge Damen dort, die dort gerade reingehen. Das ist auch das Boot, was heute noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja, verteilt wird. Muss man sagen, ja. Ja, es ist ein Sponsoring in Zusammenarbeit mit der Kanu-Renngemeinschaft und Landkreis, die denen wir uns beteiligen. Und dieses Boot wird einen neuen Besitz erfinden heute und das freut uns ganz besonders. Alles zur Förderung des Nachwuchs. Vielen, vielen Dank, Herr Hocker. Erleben Sie noch einen schönen Tag heute hier in Schwerin und natürlich soll der Beste gewinnen. Ich glaube, das ist ganz klar. Herr Hocker, vielen, vielen Dank und ich gebe einen kleinen Applaus für Herrn Hocker. Dankeschön. Jetzt die jungen Damen hier mit ihrem Steuermann. Man hat natürlich die beste Position, ne? Da geht man wieder. Ohne Verständnis. Jetzt kommt der Dramat. Ruhe.
abgeschlossen haben. Ja. Da waren vier Fenster aber auch ziemlich dicht dran. Aber wir warten natürlich auf die offiziellen Zeiten. Watte-Duell. Die grüne fette Watte gegen die weiße fette Watte. Auf 4 und auf 5, meine Damen und Herren. Und die beiden Männer, das Rennen unter sich aus. Es sah so aus, als wenn die weiße Watte knapp vor der grünen lag. Aber in dem Fall haben sich beide gegen die erste und zweite Bürger Champions, zumindest für die Champions-Klasse, qualifiziert in die jeweils ersten 4 eines jeden Laufes. Dazu dann die 8 Qualifizieren sich für die Champions-Klasse-Bauern und die restlichen Teilnehmer für die Sportkraft. Ja, da kann man applaudieren. Vielleicht ganz kurz, Team Captain, bleib mal hier. Hey, eine Frage, ganz kurz noch eine Frage. Vielleicht doch mal warme Worte ans Team. Ja, schön, dass wir dabei waren und nicht im ersten Moment rausgeflogen sind. Das war als Schwerin, ne? Ja, das war ja auch nicht ganz so schwer heute. So, Programmfoto darf antworten. Das ist doch ganz charmant. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, würde ich sagen. Ne? So, Platz 6 geht an die Pene Mammuts. Herzlichen Glückwunsch. Der Landrat des Nachhalts. Danke, dass du dich auch dazu gekommen hast. Er holt sich dann die gerne Küste ab, ne? Sehr gut. Okay. Wunderbar. Das gibt doch mal einen Sonderapplaus, meine Damen und Herren. Okay. Okay.